Schon sind wir wieder da, weiter geht's. Tauch herunter. Da ist er wieder mit. Ja, ganz clever. Klar. Warum nicht? Warum tauchst du da nicht einfach rein? Ich weiß nicht genau, ich meine, hier war der Leviathan. Es könnte sein, dass ich mich da in der Höhle... Nein, da ist er. Schade. Aber das heißt, wir lassen unser U-Boot definitiv hier stehen. Weil ich weiß nicht, was ich gegen den machen soll. Ich kann versuchen, ihn zu töten. Ich kann es versuchen. Aber das kann ich, glaube ich, besser mit der Motte. Glaube ich. Probier ich's? Komm, wir probieren's. Dann sind wir das Problem auf jeden Fall erstmal los, weil der wird jetzt nicht in dieser Folge nochmal wieder joinen, denke ich. Oder spawnen, wie auch immer. Dann brauche ich dich gar nicht. Heilung brauche ich jede Menge. Essen tun wir, trinken tun wir, heilen tun wir trotzdem einmal jetzt. Wir nehmen noch einmal trinken mit. Wir nehmen noch einmal Essen mit. Nehmen noch jede Menge Heilung mit. Wir wollen ihn ja jetzt auch nicht unbedingt zum Feind machen. Das ist, glaube ich, gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Alter, wo ist mein Stasegewehr da? Alles gut. Und Ersatzbatterie für Stasegewehr. Nimm mal ein 2 mit. Es schadet nicht. So. Alles klar. Kampf gegen einen Ghost Leviathan, der gerade... Also auch eins von den Tieren ist der... War das? Sah aus wie Gewitter. Unseren Zyklopen angegriffen hat, wollte ich sagen. Ich sitze hier schon wieder wie der letzte Schlumpf. So, seid ihr soweit? Habe ich eure Unterstützung? Da ist er doch gerade rumgeschwommen irgendwie. Da schwimmt er. Ist aber auch ein Riesending. Aber was soll ich gegen den machen? Ich komme in meinem U-Boot doch hier nie vorbei, ohne dass der mich angreift. Nur ich kann mal gucken. Auf der 6 ist da. Jung. Alter, der hat voll unsere Motte eine gegeben. Spinnt der? Alles klar. Ich würde sagen, wir probieren es nicht weiter. Es ist nicht der richtige Standort dafür. Der hat einmal zugehauen und das halbe U-Boot ist im Arsch. Der ist jetzt nicht hinter uns her. Gut, wir lassen ihn da einfach drin. Wir lassen das große U-Boot hier stehen. Wir bewegen uns weiter mit dem kleinen U-Boot. Und ich muss mir irgendwas einfallen lassen, wie ich den Ghost Leviathan, wie ich dem aus dem Weg gehen kann. Ohne dass der uns killt. Wo ist mein U-Boot? Ja. Na gut, dann schauen wir uns erstmal den Rest der Map um. Und zwar hier müssen wir noch hin. Da schwimmt jetzt der Großleviathan. Wir schwimmen hier an der linken Seite und schauen uns da ein wenig um. Schwimmen wir richtig? Ja, schön an der Wand entlang und hoffen, dass er uns friedlich gesonnen ist. Läuft gut heute, ne? Einmal das große U-Boot angegriffen. Jetzt hat er gerade fast das Kleine zerlegt. Er
mag uns einfach nicht. Er mag uns nicht. Und das ist doch total unverständlich. Ich bin so ein herzensguter Mensch. Freundlich, liebevoll, gut zu Tieren. Wenn sie mich in Ruhe lassen und nicht auffressen wollen. Na weg. Okay. Wir sind ihm gut entkommen. Was ist das da? Will ich das haben? Ein normaler Diamant, das ist jetzt... Ich meine, es ist nicht schlecht. Es ist auch eine Ressource, die sehr, sehr selten vorkommt, aber... Ich brauche eigentlich noch ein bisschen was anderes. Ist ja weit genug weg, dass ich mich hier entspannt umgucken kann. Ja, das sind jetzt auch nicht so die Ressourcen, die ich jetzt brauche. Lithium ist okay. Das ist es einfach nicht. Ich brauche Nickelerz, Leute. Nickelerz. Hier ist jetzt auch nichts zu sehen. Boah. Das sind fette Seerosen, die mein Boot kaputt machen. Wir haben letztes Mal so viele Ressourcen gesehen. Jetzt sehe ich nicht eine. Ich meine, ein bisschen was haben wir ja schon gefunden, aber... Ist ja eigentlich ein Tropfen auf dem heißen Stein im Gegensatz zum letzten Mal. Jetzt hier, jetzt kriege ich Titan, ja. Nö, Kupfer, aber es ist jetzt... Welcome aboard, Captain. Es gibt definitiv was Besseres. Das ist nicht der Grund, warum wir hier sind. Alles klar, hier haben wir auf jeden Fall ein neues Gebiet. Hier waren wir noch gar nicht. Liegt aber auch nur so das lahme Zeug rum. Schwimmt hier was Größeres rum. Ich sehe es gerade nicht. Sieht alles gut aus. Wir wollen jetzt aber nicht aus dem Gebiet rausschwimmen. Nein, wir sind noch drin. Alles gut. Da schwimmt wieder ein Warper. Da können wir eigentlich auch mitleben. Wir wären zwar keine besten Freunde, aber die sind jetzt auch nicht ganz so dramatisch, finde ich. Aber ich glaube, wir verlassen gerade das Gebiet. Ist schon wieder hinter uns. Ich hör's doch. Blitzelfisch hier. Da ist noch einer. Ja, ja. Ist gut. Wir gehen wieder rein. Ach ja, hier ist ein Exit. Ja, gut, 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 gut. Kann ich mich mit abfinden? Ja, ja, alles gut. Alles gut. So, ganz ruhig und entspannt. Ersten Schluck trinken. Weiter geht's. Ein Krabbenkalmar. Alles klar. Damit haben wir schon unsere Erfahrung. Ja, ist gut. Brauchen wir nicht noch mehr. Aber ich glaube, dem kann ich einfach locker entkommen, oder? Wo ist er? Da hinten. Ja. Chill du da mal weiter deines Lebens. Ich nehme dir nichts weg hier. Das kannst du alle... Nein, ist gut. Hau ab. Ich tue dir nur wieder weh. Wir haben das schon zweimal in Erfahrung gebracht, dass du keine Chance hast gegen mich. Du hast nur einmal gewonnen, ich schon zweimal. Also lass gut bleiben. Oder gut sein. So, nicht gut bleiben. Mach's gut. Und bleib gut. So, jetzt haben wir das bisher nicht bekannte Gebiet auch durchsucht. Schön. Aber wir haben immer noch nicht die Menge an Nickelerz, die wir wohl hätten haben wollen.
Was haben wir da? Noch mehr Quarz. Warum kriege ich denn überall Quarz, Leute? Ist das ein Winken mit dem Zaunpfahl? Ich brauche mehr Quarz im restlichen Spielverlauf oder wie? Noch mehr Quarz. Warum? Das ist ja nur wirklich eine Ressource, die wir in Mengen haben. Hier, da haben wir noch was. Da haben wir noch was Gutes. Auf die 5 ist da. Also. Ja, ich wollte es wegstoßen. Ich wollte es nicht ansaugen. Ich habe das zum Ansaugen gar nicht dabei. Nein. Heb es auf. Habe ich es in den Schrank? Ah ja, genau. Weil ich gegen den Ghost-Leviathan kämpfen wollte. Deswegen habe ich es in den Schrank gepackt. Und jetzt will ich wieder fahren. Ja, das ist meine Planung im Spiel. Es ist, wie es ist. Aber ich habe auch keine Angst, da mit meiner Hand reinzufassen und mir die ersten 18 Hautschichten wegzuätzen. Das ist überhaupt kein Problem für mich. Ja, noch ein bisschen Rubin. Ich brauche doch Nickelerz, Leute. Ich denke, das gibt es hier. Ich glaube, die haben mich angelogen. Es gab nur 7 Stück und mehr nicht. Nicht eigentlich hier? Weil, nö. Aber hier ist doch das Gebiet, wo der Ghost-Leviathan rumgeschwommen ist, oder? Ja. Ja, das war das Gebiet. Ich sehe ihn nur nicht. Ist er jetzt beleidigt? Weil ich vorhin weggeschwommen bin? Das wollte ich nicht. Wir können uns auch gerne darüber nochmal unterhalten, über dein Verhalten. Aber schreite mal gleich los, wenn man ihn sieht, ne? Da ist ja gar keine vernünftige Unterhaltung möglich. Nee. Rubin. Rubin ohne Ende. Ja gut, ein bisschen was können wir noch mitnehmen. Wir haben ja nun mal das U-Boot in der Nähe. Wo habe ich denn mein anderes Ding da? Ein bisschen schneller schwimmen kann. Dann nimm mal halt auch Quarz mit. Wenn du hier nichts anderes kriegst. Also das ist auf jeden Fall schon ein Gebiet, was wir das letzte Mal auch schon gesehen haben. Alles ganz entspannt, kein Problem. Meine ich auf jeden Fall. Ja. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob hier oben vielleicht noch was ist. Und hier können wir ja so den Rand so richtig nicht sehen. Kann ja sein, dass da noch irgendwie eine Höhle weitergeht. Wie voll ist mein Inventar jetzt? Aber ein bisschen was geht noch. Hey. Ich will hier solche Geräusche nicht hören. Roxor, was will er uns sagen? Ich kenne eure Emojis nicht. Ihr müsst richtig mit mir reden. Sonst kann ich da nicht drauf reagieren. Ja, ist gut. Entspann dich. Hört es sich gerade kurz an wie so ein entgegenkommendes hupendes Auto. Also heute, ich weiß ja nicht, ob wir das noch schaffen. Vielleicht lassen wir das U-Boot auch einfach hier unten. Es schadet ja keinem. Haben wir ja noch den Plan, den Kernreaktor zu bauen. Und ich meine, also ich vermute auf jeden Fall, dass ich dafür diese Dinger brauche. Ich häng fest. Vielleicht sollten wir da noch ein paar von mitnehmen. Hören sich an wie Knicker, die mein Schubkissen schmeißt, in den Schubkasten schmeißt. Oder ist es mein Geigerzähler? Ich bin mir nicht sicher. Alles klar. Weiter geht's. Ach, guck mal, hier ist der Lebensbaum wieder. Aber was ist denn zum Beispiel? Obwohl, die scheinen ja hier doch friedlich koexistieren. Ich habe jetzt gedacht, so, wenn das jetzt die Guten sind hier, ne? Weil sie wirken ja doch recht friedlich, diese Rochen.
Und der Lebensbaum. Was ist denn, wenn ich den Leviathan hierher locke? Warte. Ich darf hier nicht so tief tauchen. Das haben wir doch das letzte Mal gelernt. Warning. Maximum depth. Ja, ist gut. Hull damage imminent. Wir haben unsere Maximaltiefe erreicht. Aber selber kann ich ja tiefer tauchen. Sollen wir gucken gehen? Weil es scheint doch hier ein Eingang zu sein. Hier. Aber hier hinten. Nicht hier vorne. Dann schwimmen wir noch näher ran. Ich habe jetzt vermutet, das war hier drin, aber ich will trotzdem reingucken. Wir haben ja letztes Mal schon gemerkt, dass es uns nichts tut, wenn wir hier reinschwimmen. Vielleicht finden wir hier noch was Schönes. Ist das? Kristallisiertes Uyanit. Aha. Hä? Why? Heißes Gebiet. Okay, alles gut, alles gut. Da haben wir noch ein Rubinchen. Wir gucken uns auch den Baum gleich noch mal ein bisschen genauer an. Also den finde ich ja doch interessant und der scheint ja doch irgendwas... Ich meine, der heißt doch nicht ohne Grund Lebensbaum. Wenn der nicht irgendwas bewirken würde. Da ist unser Kollege wieder. Kann ich dir irgendwie helfen, mein Freund? Vielleicht nicht unbedingt mit einer Knarre drauf zielen. Ich verstehe dich, ich bin auch verseucht. Ja, ihr müsst mit mir reden. Sagt mir, was ich machen muss. Der Chat hilft mir nicht. Müsst ihr das machen? Oh, hier ist auch jede Menge von dem radioaktiven Zeug, ne? Das ist echt heftig. Ist das ein Zeichen? Und generell... Oh, Alter, guck mal, hier müssen wir auf jeden Fall mal mit einem Krebsanzug hin. Hier ist ja jede Menge, was ich abbauen kann. Was bist du? Magnetit. Ja. Inventar ist voll. Kann ich dem entgegenwirken? Wir können uns heilen. Wir können essen, wir können trinken. Dann können wir noch ein bisschen was mitnehmen. Magnetit nehmen wir mit. Du bist auch hier unter Wasser. Sehr schön. Schön, dass du da bist. Nehmen wir das noch mit. Dann machen wir uns jetzt gleich noch einmal eben auf den Weg zum U-Boot. Können die Ressourcen da reinpacken. Ist das clever? Nicht so richtig. Aber ich spiele wirklich mit dem Gedanken, das U-Boot hier einfach stehen zu lassen. Ein weniglich. 1 Stunde 20. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Wo ist denn mein U-Boot? Motte. Wie brüte ich denn das aus? Ich würde euch ja helfen. Welcome aboard, Captain. Hm. Ja, ich bin gerne hier. So, U-Boot steht irgendwo da hinten. Ich versuche da jetzt heil anzukommen, ohne den Leviathan auf uns aufmerksam zu machen. Inventar ist soweit voll. Ja, ja, ganz ruhig und entspannt. Ich meine den Großen. Die Kleinen stören mich nicht so. Die machen zwar auch ein bisschen Schaden, aber nicht einmal zu ein halbes Boot weg. Wieso ist der jetzt nicht da? Das stört mich schon ein bisschen. Oder ist das diese Höhle, wo der war? Den kann man ja glücklicherweise mal recht weit sehen. Einfach quer durch. Mein Boot ist irgendwo dahin. Wir versuchen es. Einen Schlag würden wir ja aushalten. Aber ich mag das überhaupt nicht, wenn man den nicht sieht. Wir sind noch ganz viele von seinen fiesen Freunden. Alter.
Guck mal, haben wir das letzte Mal schon gesehen? Da ist er wieder. Und er hat uns schon entdeckt. Scheiße. Tu mir bitte nichts, dann tu ich dir auch nicht. Nein. Nicht hängen bleiben jetzt. Hängen bleiben ganz schlecht. Wo ist mein U-Boot da hinten? Ist er hinter uns her? Vielleicht beschützt er auch nur diesen riesen Schädel, der da am Boden liegt. Vielleicht will er mir gar nichts tun. Ich fände es ja super, also ich würde mich darüber nicht beschweren. Auf jeden Fall sind wir dem jetzt schon sehr oft sehr gut entkommen. Ich glaube, so schlimm ist er gar nicht. Okay, wir sind wieder am U-Boot. Das haben wir schon mal geschafft. Der will nur spielen, ja. Aber die Spiele, die der spielt, die machen immer meine U-Boote kaputt. Deswegen kann ich das nicht so ganz glauben, muss ich zugeben. So. Wie sollen wir den Spind packen? Jetzt haben wir immer noch nicht einen einzigen... wie hieß es denn noch? Er hat doch vorhin noch geschrieben. Wie hieß es denn noch, dieses Erz, was wir eigentlich suchen? So, davon nehmen wir zwei mit. Davon nehmen wir zwei mit. Heilung schadet nicht, die kann ich wegschmeißen. Nickel, genau, danke dir, Roxor. Stehe mal so ein bisschen auf dem Schlauch, gerade wenn ich so ein bisschen aufgeregt bin. Das platzieren wir nachher beim Eingang, wo wir mit dem U-Boot reingekommen sind. Aber wo habe ich denn meine Schubkanone? Also die blaue davon. Da. Du weg, du rein. Ja. Ja. Ja, ich fühle mich gut ausgerüstet. So. Oh, ist ein schlimm Ding. Das hört sich immer ganz schlimm an, wenn man hier unter Wasser aus dem U-Boot rauskommt. So. Ja, ich muss in die Richtung. So, und zwar gehen wir da nochmal hin. Genau da. Und schauen mal, ich kann ja, also mit dem U-Boot halt nicht so tief tauchen, aber mit meinem Taucheranzug kann ich ja noch ein ganzes Cent tiefer. Ich will nur mal reinlinsen. Das habe ich mir immer noch nicht gemerkt. Nein, da ist schon richtig, oder? Ja. Und dann, Exit nicht. Ja. Müssen wir da noch einmal quer durch. Müssen wir wieder versuchen, den Großleviathan zu entkommen. Aber wie gesagt, bisher ist es uns ganz gut gelungen. Ich bin da sehr optimistisch, dass das nochmal klappt. Der ist aber, der schwimmt auch so komisch, als hätte der voll einen weg. Ja, er hat uns schon wieder. Ich tauche mal hier wieder drunter her. Das war gerade auch ganz gut. Ist das krass. Ich schwimme hier einfach mal durch den Maul von so einem riesen Vieh. Ich bin auch ganz froh, dass die den nur als versteinertes Skelett mit ins Spiel gebracht haben. Und der nicht in Wirklichkeit hierher schwimmt irgendwo. Zumindest hoffe ich das ehrlich. Er ist immer noch hinter uns. Er hat uns noch nicht aufgegeben. Nö, doch nicht. Alles gut. Weiterhin die Augen offen halten nach Nickelerz. Was ist das? Ein Kreaturei. Na super. Ja, das wollte ich jetzt haben. Nee. Wir sind auch noch nicht richtig. Jetzt muss ich da nochmal durch? Na super. Nur weil ich falsch abgebogen bin. Wir halten uns hier am Rand. Ich glaube, dann ist nicht ganz so schlimm.
Du, la, la, la. Ja, da müssen wir um die Ecke. Unter dem Grünen aus, dann sieht uns keiner. Und dann finden wir noch coole Sachen. Ja, komm, Nebel sehen auf. Wir haben ja ein bisschen Heilung dabei. Das scheint doch echt nicht zu mögen, ne? Das haben wir richtig. Alles gut. Motte ist noch bei 93%, 91 Akku, ja, ja, entspanne sich bei 78% und 91, alles gut. Ein, zwei Schläge von den kleineren können wir auf jeden Fall überleben. Was bist du? Diese schiefe Ablagerung, ne? Ist ja nur was, das haben wir ganz am Anfang gefunden. Das brauchen wir nur wirklich nicht. Jetzt muss ich da, glaube ich, lang, oder? Ja, sehr wohl. Hallo, ihr ganzen Rochen. Das ist immer noch so cool. Gefällt mir total gut. Ja, auch der Sound ist total gut. Viel entspannter. Ah ja, alles klar. Entschuldigung. Ja, jetzt dürfen wir so wohl einmal reparieren. Und springen direkt über einem heißen Gebiet raus. Ganz besonders clever war das. Aber man kann seine Augen einfach auch nicht überall. So, weiter geht's. Ich will einmal reingucken. Ich hoffe, ich sterbe nicht dran. Ja. Ja, ist ja gut. Mein Gott. War das hier? Ich glaube, hier ist das, oder? Ja, sieht auf jeden Fall so aus. So, hier müsstest du aber eigentlich nicht kaputt gehen. Gut. Ich mach das alleine. Oder ist er da? Halt, hoffentlich finde ich hier wieder zurück. Es ist überall. Was bist du für ein Ding? Wer bist denn du? Bist du gut oder bist du böse? Lava-Larve? Alles klar, hier kommen wir anscheinend in ein etwas wärmeres Gebiet. Oh, der Sound, Leute. Hört euch den Sound an. Eine Lavalarve. Finde ich da gleich wieder hin? Ja, unsere Motte ist ja da. Okay. Ich habe jetzt gehofft, dass man irgendwie schon mehr sieht. Ich will aber nicht noch weiter reintauchen. Nicht, dass schnell der Sauerstoff ausgeht. Okay, das war jetzt auch nicht so spektakulär. Habe ich auch ein bisschen mehr erhofft. Okay. Also hier ist anscheinend ein aktives Lavagebiet. Geh weg. Ich brauche jetzt nicht weggeworbt werden. Das hilft mir jetzt gerade nicht. Es sei denn, du warbst mich wieder in mein U-Boot und nicht von meinem U-Boot weg. Ja, wir haben noch Sauerstoff genug. Alles gut.
scheint mir auch nicht zu folgen. Okay, der Sound ist übelst da hinten. Alter, ich finde hier alles, ne? Ich finde hier alles, nur nicht das Erz. Das gibt's doch gar nicht. Ich benötige Nickel. Gold. Kupfer. Silber. Brauchen wir alles nicht. Haben wir in großen Mengen. Haben wir ganze Schränke von voll. Es hilft einem doch nicht. Wo ist mein U-Boot? Ja, ja. Das ist kein Problem. Wir sind ja da. Welcome aboard, Captain. Hallo, U-Boot. Komme ich da jetzt wieder zurück? Da lang? Könnte sein. Okay, da müssen wir auf jeden Fall mit unserem U-Boot hin. Unser U-Boot steht momentan da. Hier ist ein Ghost Leviathan. Ich denke, das müssen wir ein bisschen anders vorbereiten. Und ich weiß noch nicht, was ich gegen diesen Ist gut. Ich weiß noch nicht, was ich gegen diesen Ghost Leviathan machen soll. Ich meine, man kann ja versuchen, irgendwie dran vorbeizukommen. Aber das kann doch nicht die Lösung sein, oder? Ist sowas die Lösung? Versuche irgendwie... Guck mal hier, auch dieser komische Nebel, der immer um meine Motte ist, wenn ich hierher schwimme. Guck mal, wie krass das leuchtet. Und das ist nicht mein Licht. Das ist das Licht vom Baum hier. Guck mal, was die leuchtet. Was? So knallig hätte ich die gerne immer. Es war ein Versuch wert. Ihr nehmt mir da nicht übel, oder? Ich muss jetzt nicht von euch allen gleichzeitig angegriffen werden. Aber irgendwie sieht das doch hier auch komisch aus. Ich weiß noch nicht genau, was ich machen soll. Es hilft einem ja auch wirklich keiner weiter im Spiel. Ne? Guck doch mal, dieser blaue Nebel, das ist doch nicht ganz richtig. Das ist der Lebensbaum, ja. So heißt er auf jeden Fall. Aber irgendwie hilft er mir nicht weiter. Also da sind ja irgendwelche Eier drin, die in den Baum gelegt wurden, als der Baum noch sehr, sehr klein war. Und der Baum ist so drumherum gewachsen und beschützt quasi diese Eier, die da drin sind. Und dieses Ei, es sieht doch aus, als wenn es jeden Moment losgehen könnte. Jetzt guck doch mal, wie riesig das ist. Aber da kann ich doch nicht nachhelfen, oder? Irgendwie. Und hier ist sehr, sehr komischer Sound. Ich weiß es einfach nicht. Kein Plan. Naja, wir versuchen erstmal wieder zu unserem U-Boot gekommen. Also wie gesagt, wir haben das komplette... Na, hier schwimme ich noch einmal um die Ecke, guck mir diese Ecke nochmal an, guck hier in der Mitte noch einmal. Damit ich es auch wirklich als komplett durchsucht und abgehakt bezeichnen kann. Man ist raus, blub, Licht geht aus, Sound geht aus. Geil. Als abgehakt bezeichnen kann und mich erst wieder anderen Sachen widmen. Leider nicht alles erreicht, was ich erreichen wollte. Leider, leider. Also ich hätte viel mehr Nickelerz haben wollen. Wäre auch mit meinem U-Boot gerne ein bisschen tiefer reingekommen.
Ach, da oben war auch einer, ne? War da nicht auch ein Ghost Leviathan? Ja, ich glaube wohl. Das war doch da, du willst doch gar nicht nach oben. Und dann, warum nicht? Und weil hier auch so einer rumgeschwommen ist, meine ich mich zu erinnern. Prozent hat mein U-Boot. Das ist alles. Ich sehe noch keinen. Ja, aber da ist die Ecke, die wir das letzte Mal noch nicht ganz aufgedeckt haben. Nicht da eintauchen. Das mag unser Taucher nicht. Mensch. Was ist das? Ach, ein Kreaturei, genau. Ess nochmal was und trink nochmal was. Fühle ich mich insgesamt ein wenig besser. Wie gesagt, ich hätte gerne deutlich mehr Nickelerz gefunden. Wir haben zwar viele andere sehr gute Ressourcen gefunden, davon mal ab. Aber wegen Nickelerz sind wir ja eigentlich hier. So, der Plan. Ach, jetzt sind wir wieder... Ah, alles klar. Hier ist also auch ein Eingang. Wir sind wieder raus. Das wollen wir ja gar nicht. Wäre hier ein besserer Eingang für unser U-Boot? Diese Geräusche, Leute. Naja, mit dem U-Boot hier durch ist jetzt auch nicht so viel leichter, ne? Nein, hier ist auch ein Ghost Leviathan. Alles klar, es ist kein besserer Eingang. Es ist kein besserer Eingang. Wir suchen ihn wieder durch unser Zickzack-Manöver abzuhängen. Unter Baumstämmen her und diverses. Alles klar, wir sind entkommen. Glaube ich. Hoffe ich. Aber hier sind auch so komisch leuchtende Bäume. Hat das irgendwas miteinander zu tun? Aber ihr habt beinhaltet keine Eier. Wieder auf unsere Tauchtiefe achten. Ein bisschen geht noch. Ja. Okay, Eingang wird hier nicht angezeigt, aber hier ist definitiv auch ein Eingang. Na gut, hier ist ein Ghost Leviathan, hier ist ein Ghost Leviathan. Sehr viel Krach und komische Geräusche. Boah, ist das eine Gegend, Alter. Da bin ich so angespannt. Ne, ja, ist doch gut. Ich will doch nur zwischendurch auf die Map gucken, damit ich mich nicht übelst verfahre. Also rein theoretisch müssten wir hier hinten rein. Mit dem U-Boot. Damit wir hier durchkommen, hier rein. Ohne auf den Ghost Leviathan zu treffen anscheinend. Soll ich es einmal abschwimmen? Ja, komm, wir schwimmen es einmal ab. Nee, es wäre quasi so. Ja. Hier um die Ecke muss es irgendwo weitergehen. Ach. Ja, wenn das jetzt hier schon der Durchgang ist, no way kriege ich das mit dem U-Boot hin, oder? Ja, hier gibt es noch komische Geräusche. Hier ist aber eigentlich so nichts los. Ja, auch keine friedlichen Tiere, davon mal ab, aber dann würde ich nämlich den Platz da hinten einmal markieren. Oh, es ist doch ein ganzes End. Aber das ziehen wir jetzt durch. Warper, die kleineren hier. Ich glaube, da können wir mit leben.
Es ist alles halb so wild im Gegensatz zu den anderen Eingängen. Wenn wir da irgendwie den Leviathan umgeben können, das kann man schon schaffen, glaube ich. Gut, so riesig ist es jetzt auch nicht. Ich müsste mir den Eingang halt einmal angucken. Oh. Jetzt habe ich es angefangen, jetzt ziehe ich es auch durch. Was sagt eigentlich die Uhr? Deine Umgebung im Auge. Nein, da ist auch einer. Okay, dann ist egal. Dann müssen wir es einfach irgendwie schaffen. Also jeder Eingang ist bisher durch einen Großleviathan besetzt, außer der, den wir benutzt haben, aber wir kommen nicht weiter. Schade. Schade, schade. Oh Mann. Why? Ich weiß ja nicht, wer noch im Chat ist. Ich weiß nicht. Shalimar 35. Ich weiß es nicht, ob ich sie töten kann. Ich habe die noch nie getötet. Also das letzte Mal habe ich Erfahrung gebracht, dass die 20.000 Lebenspunkte haben. Ich weiß aber auch nicht, wie viel Schaden ich mache mit meinem Messer. Weil ich habe sonst nichts. Es gibt halt die Möglichkeit, das U-Boot mit Torpedos auszustatten, aber es sind jetzt keine herkömmlichen Torpedos, die jetzt explodieren in dem Sinne. Es gibt einmal so ein, ich weiß gar nicht, ein Torpedo, der einen Strudel erzeugt und ein Torpedo, der irgendwelche Giftgase erzeugt, sage ich mal. War jetzt beides nicht so effektiv, dass ich sagen würde, dass man damit so einem Leviathan groß Schaden machen könnte. Komme ich jetzt wieder zurück. Muss irgendwie da lang. Da drunter her. Ja, das könnte sein. Das ist ja quasi mein Dilemma. Ich weiß nicht, wie ich sie töten kann. Ich habe schon gegen einen Reaper-Leviathan, der ist, glaube ich, ein bisschen harmloser als der Groß-Leviathan, gekämpft und ich habe ihn auch besiegt. Ich habe ein Stasegewehr, damit kann ich sie einfrieren. Also in so einer komischen Blase, dass sie sich für ein paar Sekunden nicht bewegen können. Und hab dann durchgehend mit dem Messer drauf gehauen. Aber das haben wir gerade probiert. Ich habe ihn beim ersten Mal nicht getroffen. Dann hat er mit meiner Motte, da ist er einmal gegengeknallt, hat ihr gleich die Hälfte ihres Lebens abgezogen. Und ist dann abgehauen. Also es ist noch nicht so die korrekte Lösung hier. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Der müsste doch hier schon wieder rumschwimmen. Wir schwimmen wieder binnen durch. Das hat bisher immer gut geklappt. Wir haben 81 Lebensenergie von der Motte. Da ist er direkt vor uns. Wir schwimmen hier wieder durch sein Gesicht. Das hat bisher gut funktioniert. Der ist so fies, oder? Alter. Oh oh, er ist noch hinter uns. Houston, er ist noch hinter uns. Ich glaube, er lässt sich jetzt auch nicht 100-mal ablenken. Ja, der ist auch böse. Also der ist wirklich böse. Der sieht nicht nur schlimm aus und macht schlimme Geräusche. Der macht auch ganz, ganz schlimm Schaden an meinen Fahrzeugen. Ja, aber wie gesagt, wir haben... Ist gut, bleib weg. Komm, wir gehen erst ins große U-Boot. So. Captain. Systems online. Boah, ist gut, oder? Ja, dem U-Boot geht's gut. So, ich trinke und esse eben was. Wenn man was sehen könnte. Ich mache das einfach eben blind. Ja, ich pflück natürlich die falschen wieder raus. Ne? Müssen noch zwei. Dann machen wir es da vorne. Nein, jetzt habe ich zu viel. Ja, komm. Dann ist halt eins nicht bepflanzt. Dann ist auch okay. So, wir schauen auf die Map.
Oh, ich dachte, da schwimmt der jetzt. War aber nur so ein anderes Ding. So, wir sind heil, wir sind gesund, wir haben Sauerstoff. Wir haben noch Energie. 55. Das ist nicht viel. Das Einzige, was hier böse ist, bist du, Oxor? Nein, das kann ich so nicht bestätigen. Ich würde ja gern drehen. Aber es müsste gehen, oder? Ja, mach vielleicht vorher erstmal dein U-Boot. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, wir haben das Gebiet hier jetzt gut abgesucht. Leider nicht alles bekommen, was wir wollten. Wir wissen jetzt, dass kein Eingang der perfekte Eingang ist. Also dieser Eingang war okay. Bis hierhin, aber auch nicht weiter. Wie gesagt, ich muss da irgendwie in Erfahrung bringen, was ich gegen die machen kann. Ich meine, wir können natürlich versuchen, dass wir da irgendwie uns dran vorbeimogeln. Vielleicht ganz langsam. Wir haben ja auch noch so einen Flüstermodus. Da müssen wir nur deutlich mehr Strom mitnehmen. Weil in dieses untere Gebiet, wo wir vorhin einfach so mal reingetaucht sind, kommen wir mit der Motte nicht rein. Das müssen wir definitiv mit unserem U-Boot machen. Muss ich da lang? Das sieht jetzt nicht so aus. Könnte sein. Warum kann man das denn nicht mal vernünftig ausschildern hier? Alter, ich bin doch nicht durch so ein Nadelöhr hier rein. Erzähl mir doch keinen. Was war das? Alter, Lord Master. Du geile Hupe. Ich hab mich voll erschrocken. Alles klar, hallo Lord Master und vielen Dank für dein Raid mit deinen 6 Personen. Wow, so viele. Oh, hast du mich erschrocken jetzt. Ich bin hier gerade total angespannt mit meinem U-Boot im Lost River und auf einmal... Das ist mein Soundeffekt. Hallo Eulie. Spreche ich das richtig aus? Eulie 01? Hallo, schön, dass du da bist. oh Mann, habt ihr mich jetzt erschrocken, alter Schwede. Wie komme ich hier wieder raus? Jetzt mal ehrlich. Ich find's nicht. Ach, Euli ist eine super Süße. Okay. Hätte vom Namen jetzt... Ja gut, also man kann da tatsächlich auch auf eine Frau schließen. Entschuldigung. Es war nicht bös gemeint. Da müssen wir raus. Ich habe den Ausgang gefunden, alles gut. Aber ihr habt mich echt übelst erschrocken. Chaos Codes ist auch eine tolle. Okay. Ihr habt alle so coole Namen, das ist unglaublich. Ah, ich habe den Ausgang gefunden. Alles gut. Ah, dann ist meine Anspannung auch erstmal weg. Aber schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr es gefunden habt. Lass mich gerade überlegen, Lord Master. Du hast auch Subnautica gespielt, oder? Hast du es heute überlebt? Warst du auch im Lost River? Hat man dich auch so erschrocken? Kann mal irgendeiner meine Fragen beantworten? Ah, Mann, habe ich mich erschrocken. Also ich muss die Sound-Alerts muss ich auf jeden Fall, oder die Alerts muss ich auf jeden Fall ein bisschen leiser stellen. Die kann man in so einer Situation in der Lautstärke einfach nicht gebrauchen. Mein Gott. Ich dachte, was ist jetzt los im Spiel? Ich war deutlich weiter. Dein Prawn verloren? Was ist denn ein Prawn? Achso, Krebs. Achso. Okay. Oh, dein Krebs verloren.
Ja gut, ich meine, das ist ja was, da kann man, glaube ich, mit leben. Solange du dein Leben nicht verlierst, weil du spielst es ja wahrscheinlich immer noch auf Hardcore, dann kannst du besser deinen Krebs verlieren. Ah, aber sie scheinen zufrieden zu sein mit deinem Stream. Das hört man doch immer gerne, sehr schön. Ja, er hat halt deutlich mehr Erfahrung, was das Spiel angeht, als ich. Ich spiele es tatsächlich zum ersten Mal durch, also die Story. Gespielt habe ich es früher auch schon mal, aber längst nicht so weit, wie ich jetzt schon bin. Ja, gut. Meistens verliert man ja irgendwelche Sachen aus Dummheit. Bei mir war das ja nicht groß anders. Ich habe mich ja grundsätzlich mit Tieren anlegen müssen, wo ich es hätte besser nicht sollen. Aber wie gesagt, ich weiß es halt auch nicht besser. Was war das jetzt wieder? Das war kein Alert. Warte mal, ich mach die Sounds hier, ne? Ganz schlimm. Ich will doch nur nach Hause. Ich will auch gar nichts mehr sehen. Ich bleibe jetzt über Wasser. Gebe einfach Vollgas und dann sind wir gleich da. Obwohl über Wasser nicht immer clever ist. So, so bleibe ich. Hier sieht man auch nichts. Alles klar, lass dir deinen Tee schmecken und wir... Alter, warum? Warum macht das immer so einen Krach? Und wir freuen uns, wenn du gleich wieder da bist. Vielleicht kann ich deine Hilfe noch gebrauchen. Also ich habe jetzt gerade den, wie gesagt, den Lost River noch einmal durchsucht. Wir haben ihn... Ich kann es auf der Map auch noch einmal zeigen. Da... Lost River. Wir haben ihn tatsächlich einmal komplett abgegrast. Da bin ich jetzt gerade einmal nur ich als Person eingetaucht, weil ich mit meinem U-Boot nicht weiter reingekommen bin als bis hier. Weil hier, wie gesagt, überall Großleviathane. Hier schwimmt einer und hier schwimmt tatsächlich auch einer. Ich komme mit meinem U-Boot nicht durch irgendeinen Eingang. Wir können es das nächste Mal hier probieren vielleicht. Aber ich glaube, den Eingang habe ich probiert. Und ganz zu Anfang. Und da war, glaube ich, außerhalb schon Großleviathan. Also wir haben heute so ein bisschen Großleviathan-Pech. Oh, wir haben nur noch 5%. Dann ist unsere Batterien leer. Es könnte reichen. Mit ganz viel Glück. Kann ich noch irgendwas ausschalten? Nein, wir fahren schon langsam. Wir haben nichts mehr an, was Energie verbraucht. Licht ist, glaube ich, auch aus. Ja. Kleiner Tipp für Ghostlayer: Schleichfahrt, Licht aus, langsame Fahrt. Das ist der Trick. Weil tatsächlich hat er uns heute mehr als einmal angegriffen. Einmal musste ich mein U-Boot komplett reparieren. Und beim zweiten Mal habe ich einfach ganz schnell Motor ausgemacht und Licht ausgemacht. Und dann ist er auch wieder abgehauen. Das testen wir beim nächsten Mal. Weil wir wollen ja in dieses niedrigere Gebiet. Dafür haben wir ja extra das Tiefenmodul Stufe 2 für unseren Terminator, heißt er ja hier, gebaut, damit wir tiefer tauchen können. Aber wir sind halt nicht hingekommen, weil überall diese Ghost-Leviathane sind. Und ich war mir jetzt nicht sicher, wie ich dran vorbeikomme. Bisher bin ich immer mit der Botte so schnell wie möglich dran vorbei und er hat uns zum Glück nicht erwischt. Aber nur zum Glück, muss man dazu sagen. Ja, dann versuchen wir es beim nächsten Mal. Aber das heißt, viel Batterie mitnehmen. Aber ich kann dieses Hitze-Dings noch nicht bauen. Dafür fehlen mir noch Ressourcen. Und ich weiß noch nicht genau, wo ich sie herbekomme. Aber auch das finden wir raus. Achte auf deine Umgebung, Junge. Das war schon wieder knapp. Aber wir haben es fast geschafft. Nur noch ein paar hundert Meter. Wir können es rein theoretisch hier auch stehen lassen. Damit wir es nicht beschädigen. Und versuchen es da noch lang. Mal rechts abzubiegen. Bisschen über den Boden schrappen geht immer. Da muss so ein U-Boot einfach durch, wenn es mir gehören will. So, da sind wir schon. Da sind wir schon daheim. Sehr schön. Alles klar. So, wir sind wieder zu Hause. Motor aus. Jetzt können wir das Licht erstmal wieder anmachen.
Das stört hier keinen. So, nehme ich gleich mal die Batterien mit. Kann ich die nämlich schon mal aufladen. So. Ja. Das war jetzt nicht besonders clever. Doch, wir haben eine Taschenlampe dabei. Die hilft uns nun nicht, wenn ich... Doch, hilft uns wohl. Alles gut. Die hilft uns. Okay. Taschenlampe. Lass ruhig wieder angehen. Wäre okay. Das lasse ich hier. Was haben wir da? Nehme ich mit. Ah, wir haben den Ausgang nicht markiert. Das wollte ich doch gemacht haben. Naja, man kann nicht immer gewinnen, ne? Trinken kann ich auch hier lassen. Davon habe ich nicht wirklich genug. Salz lasse ich auch hier. Da haben wir noch jede Menge Ressourcen. Da komme ich gleich nochmal wieder und hole den Rest. So. Alles klar. Für alle, die neu dabei sind, das hier ist meine Base. Ich habe mir schon ein bisschen Mühe gegeben, muss ich sagen. Ein paar Pflanzen haben wir schon gefunden, haben wir angebaut. Alles Mögliche haben wir schon gebaut. Unser trautes Heim. Eigentlich müsste hier noch ein Knuddelfisch rumschwimmen, aber wir haben ihn vorhin schon gesucht. Der ist ein bisschen beleidigt, muss ich sagen. Ich habe ihn das letzte Mal mit einer Stoßkanone weggeschossen. Also nicht absichtlich, Vicky, das war nur ein Versehen. Welcome aboard, Captain. Ja, schönen guten Tag. Ich bin gerne wieder hier. So, du da rein. Du da rein. Und du da rein. So, jetzt fordern wir mal wieder ein bisschen unsere Energieversorgung, unser Base heraus. Indem wir so viele Batterien gleichzeitig laden. Schauen wir mal, wie gut das funktioniert. So, hier haben wir unser Lebenszuchtbehälter. Da schmeißen wir jetzt unser Ei rein. Habe ich es noch im Inventar eigentlich? Da, tatsächlich. Ich weiß nicht genau, was es ist. Das Ei haben wir noch gar nicht gefunden. Flupp. Scheint auch nicht besonders groß zu sein. Ja, wir sind mal gespannt. Mal gucken, was es wird. So ein paar Kuriositäten haben wir ja hier schon drin rumschwimmen. Finde ich total gut. Ich hoffe, dass das Aquarium noch groß genug ist, dass noch ein Fisch schlüpfen kann. Wir hatten schon einmal den Fall, dass es nicht mehr gereicht hat. Und dann einfach nichts mehr geschlüpft ist. Aber es liegt hier am Rand. Und wir werden zwischendurch sehen, was passiert ist. So, jetzt packe ich als allererstes meine Ausrüstung weg. Damit ich Platz im Inventar habe, um die ganzen Ressourcen hier rüber zu holen. So, die Batterien sind noch voll. Die kann ich im Batterieschrank packen. So, jetzt kommt wieder das Problem, dass alle meine Schränke voll sind. Lass mich hier einfach noch eben welche platzieren. Ich werde es auch nicht sortieren. Ich habe eine Mod mit installiert. Ein Autofabrikator nennt sich das. Der zieht sich aus allen Schränken in der Umgebung die Ressourcen immer passend zusammen. Ich brauche es also nicht sortieren. Ich habe mal damit angefangen, aber jetzt gerade brauche ich es nicht machen. Das kann ich dann wieder offscreen durchziehen. Ist das clever, wenn ich die hier hinbaue? Ich glaube, zwei stören mich nicht, aber wenn ich jetzt noch zwei auf der anderen Seite baue, dann passe ich hier bestimmt nicht mehr durch. Bin ja doch ein bisschen korpulenter hier im Spiel, auf jeden Fall. Im WLAN natürlich überhaupt nicht. Ah, Bob,